Für geologische Proben ist natürlich immer wichtig, wo wurden die überhaupt genommen, also an welchen Orten, an welchen Stellen. Dazu nimmt man Koordinaten auf und nachher möchte man die auch gerne auf einer Karte darstellen. Und das können wir auch sehr gut mit Pandas machen, die Orte auf einer Karte darstellen. Und wir wollen einfach wissen, wenn wir zum Beispiel GeoRock-Daten haben, woher kommen diese Daten genau. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und dazu importieren wir erstmal wieder Pandas, denn wir müssen ja gleich mal einen Datensatz importieren, den wir dann auf einer Karte plotten wollen. Und dann importieren wir noch etwas, das heißt Geo Pandas SGPD. So, Geo Pandas ist jetzt nicht standardmäßig installiert mit der Anaconda Installation. Das muss man nachinstallieren. Und dazu kann man auf eine Suchmaschine gehen und dann macht man Install Geo Pandas zum Beispiel oder GeoPandas, genau. Und schaut mal, was man hier so bekommt. Das ist wirklich die einfachste Art, weil es ist auf dem Mac anders als auf Windows. Bei Windows weiß ich nicht ganz genau. Es ist aber eigentlich wirklich relativ simpel. Also hier oben ist die GeoPandas Webseite selbst, auf der steht, wie man es installieren kann. Meistens wie hier im Terminal gibt man das ein und dann wird es automatisch gemacht. Sehr gut sind auch mal diese Geeks for Geeks Seiten hier, wo dann auch irgendwie, da steht nämlich das Gleiche und so ein paar Beispiele, wie man das dann macht. Also, das empfehle ich, das hier zu machen, das einmal zu installieren. Wenn es irgendwie nicht klappt oder zu lang dauert, machen wir es gemeinsam. Ich habe das schon installiert und deshalb kann ich das hier mal ausführen, das heißt, das Ganze hier importieren. Jetzt lese ich hier mal, also jetzt gehe ich mal ein, GPD, jetzt habe ich das Package geladen und jetzt lese ich hier mal ein File, das nennt sich dann hier, diese Methode von GPD nennt sich Read File und dann lese ich ein GPD Datasets Get Path. Man muss jetzt nicht alles merken, das ist nur wichtig, dass man das einmal macht und dann kann man es wieder von hier kopieren und dann hier Natural Earth in Low Resolution. Und das Ganze, und dann führe ich das mal aus und dann bekommt man hier, das wurde jetzt geladen, bekommt man hier diese Tabelle und mit irgendwelchen Informationen, die jetzt nicht so interessant sind, also wie der Content heißt, der Name genau, dann gibt es so eine ISO-Abkürzung für genau diesen für dieses Land. Also jedes Land hat eine ISO-Abkürzung, also International Standard Organization Abkürzung und so weiter. Und hinten nennt sich eine Spalte Geometrie. Die ist wichtig, weil hier stehen die Koordinaten für das Land drin. Wie wir gleich auch sehen werden, nachher für die Proben. Und das nenne ich jetzt mal World Data. Und führe das aus. Jetzt habe ich diese Tabelle in diese Variable hier gespeichert. Und jetzt kann ich das Ganze auch plotten. Dazu mache ich nichts anderes als World Data. Und dann heißt die Methode hier, ich habe ja hier schon einen GPD, das brauche ich nicht mehr. Deshalb schreibe ich hier nur noch Plot hin, dann plotte ich das und dann bekomme ich eine Weltkarte. Und das ist schon mal wunderbar hier. Und dann kann ich hier hinten könnte ich noch paar Sachen eingeben. Ich könnte hinschreiben, zum Beispiel Color. Wenn ich jetzt die in, sagen wir mal, in Gelb wollte, dann könnte ich sie in Gelb haben. Das wäre jetzt nicht so. Dann hätte ich vielleicht die Edge Color, das ist die Umrandung der Länder, hätte ich dann vielleicht gerne in Gray, damit es auch sichtbar wird hier in Gelb. Und ich kann auch die Dicke davon bestimmen oder sowas. Ja, ich kann es hingehen, Line Width zum Beispiel machen, mache hier Komma 1 mal ganz dünn. Ja, dann sieht es so aus. So kann man das ein bisschen optimieren hier. Damit habe ich die erste Stufe geschafft. Jetzt möchte ich erstmal Daten reinladen. Das mache ich dann wie immer. Ich lade hier meine Daten rein, zum Beispiel Data und dann hier, das soll jetzt sein, oder das Data File, das soll jetzt sein West African Craton zum Beispiel, CSV. Das ist im Data Ordner. Ich hoffe, das stimmt. Will ich jetzt gleich sehen. Dann mache ich hier den Data Frame, also lese ich das ein, read CSV über das normale Pandas und dann hier Data und es scheint zu funktionieren.
Hier habe ich das jetzt eingelesen. Und hier kann ich jetzt schon sehen, hier gibt es etwas, das nennt sich Latitude und Longitude. Einmal als Min, einmal als Max. Wir müssen uns für eins entscheiden. Nehmen wir mal Latitude Min und Longitude Max. Und das lesen wir jetzt in einen GeoDataFrame. Den gibt es in GPD, also GeoPandas. Punkt. Und dann gibt es nicht einen DataFrame, sondern einen GeoDataFrame. Und in diesem GeoDataFrame laden wir jetzt diesen DataFrame, den ich gerade, also diesen Datensatz hier rein, df. Und jetzt brauchen wir eine Spalte, die hier hinten hingeschrieben wird, die wie hier oben auch vorhin Geometry heißt. Also hier soll Geometry soll die Spalte heißen, ist gleich so. Und jetzt habe ich wieder eine Methode von diesem GeoPandas und die nennt sich Points from XY. Also einfach XY-Punkte, nämlich diese hier, diese XY-Punkte. Und X soll sein, aus dem DataFrame ziehe ich raus als X die Longitude Min, also Longitude Min und als Y die Latitude Min. Und dann führe ich das Ganze aus und dann bekomme ich den gleichen DataFrame wie eben, nur dass hinten diese Geometry-Spalte dabei ist mit Point und da stehen diese Koordinaten drin. Das braucht diese Plot-Funktion, braucht diese Geometry-Spalte hier. Und das Ganze nenne ich jetzt den DataFrame Geo beispielsweise. Führe ich das aus, sieht es natürlich so aus. Und jetzt kann ich das Ganze hier erstmal plotten, so wie ich das oben auch gemacht habe. Also ich mache jetzt hier, wie oben bei World Data Plot, mache ich jetzt df geo.plot und jetzt kriege ich die Daten dargestellt. Das ist jetzt schon hier auch ein Koordinatensystem, also mit eben GPS-Koordinaten. Hier minus 11,5 Grad, minus 11 Grad, 8 Grad, 8,2 Grad und so weiter. Und das sind die Daten hier. Ich kann hier hinten drin, wie vorher auch, ich kann hier eine Farbe festlegen, zum Beispiel Color, schreibe ich hier ein Brown, dann sind hier Braun. Oder ich mache eine Marker Size und mache die mal richtig groß, 200, dann sind die richtig groß und so weiter. Ich lasse die hier mal bei vielleicht so 50. So, jetzt habe ich die Welt geplottet und ich habe die Punkte geplottet. Jetzt will ich die natürlich übereinander legen. Das ist ja der Trick dabei, dass ich auf die Weltkarte jetzt diese Punkte drauf mache. Und das geht dann wie folgt. Ich füge jetzt hier eine Zelle ein und dann habe ich diese Zeile mit dieser Weltkarte, die muss in der gleichen Zeile hier stehen, oder Zelle hier stehen, füge ich die nochmal aus. Also kommt dieser Plot hier raus. Und jetzt mache ich das gleiche wie hier. Ich plotte jetzt die Daten. Die Daten waren ja in DFGeo drin und die plotte ich. So. Und dann kommen diese Daten hier unten, also die Karte und die Daten. Jetzt will ich die übereinander legen. Das geht wie folgt. In diesen Datenplot mache ich als AX wie Axis, wie man es von Matplotlib auch ein bisschen kennt. Und hier soll jetzt die Karte rein. Denn dann ist diese Axis praktisch das Hintergrundbild. Ja, dann wird das Hintergrundbild, also das Ganze hier das Hintergrundbild und die Daten liegen drauf. Das heißt, das kommt hier rein. Das hier wird dann manchmal Axis genannt, weil das die Achse ist. Oder dass das der Hintergrundplot, mache ich hier auch Axis, führe ich das aus und jetzt liegt das hier aufeinander drauf. Wunderbar. Ich die Weltkarte und darauf die Punkte der Proben geplottet. Und dann lässt sich das Ganze natürlich ein bisschen zusammenfassen in ein relativ kompaktes Programm. Ich mache das einmal kurz. Also das sind diese Weltdaten, das ist dieser Plot, beziehungsweise und das ist dieser Plot hier und dann hat man diese Axis und dann war es das schon. Also es ist ein wirklich sehr kompaktes Programm von gerade mal drei Zeilen, um die Daten hier zu plotten. Und natürlich kann ich jetzt hier hingehen und mache nicht West African Craton,
sondern mache ein Basta Creaton und plotte das Ganze hier. Und dann habe ich das versehentlich, dann habe ich jetzt hier den Basta Creaton hier in Indien oder den Banda Arc. Banda Arc. Lade das. Oh, okay, der ist jetzt da gerade nicht drin. Ist egal. Es ist klar, wie das Ganze funktioniert. Und so kann ich dann wunderbar Daten direkt auf einer Karte plotten. Vielleicht will ich die Farben ändern. Das war gerade nur zur Illustration.